Hallo Community, da ist er wieder, der Selektcast-Fuzzi. Als erstes, Kanal abonnieren, Glocke drücken und kommentieren, damit ja mal ein bisschen was vorwärts geht. So, jetzt geht's los, Jungs. Also wir wollen euch nur mal ganz kurz den ganz neuen 2024er Turbo R vorstellen. Hat sich nicht viel geändert, außer der Farbe. Sieht aber meiner Meinung nach sehr, sehr schick aus. Gibt's auch bei uns mit LOF, wie immer. Ja, es ist aktuell einer da in Europa. Ich weiß auch nicht, ob noch viele dazukommen. Sind nicht so richtig lieferbar, wie das immer so ist. Und ich weiß nicht, wie lange das mit der Luft hier noch funktioniert. Beim Turbo geht's noch. Also, wenn einer haben will, schnell sein. Wenn wir einmal dabei sind, wir haben auch die 2024er Pro R da. Den hier in Schwarz, Matt und Leim. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Hier steht noch so ein Limited, den kennt ihr ja schon. Da gibt es insgesamt 4 Stück in Europa, einen Viersitzer und 3 von den Zweisitzern. Das ist der letzte. Da ist der Kleine dazu, den kennt ihr. Das hier sind unsere Modelle für Rumänien, haben wir ja schon bestens vorgestellt. Und den Pro R haben wir dann natürlich noch in Blau. Azurkristall nennt sich das. Sehr, sehr schöne Farbe. Dann haben wir das Fahrzeug noch einmal 2024er Modell in Grau, also Grau-Matt. Sehr, sehr schöne Farbe. Ich sehe gerade, wir haben ja noch einen in Azurblau. Ich weiß gar nicht, wo der zweite noch herkommt. So, dann haben wir natürlich den Turbo R noch mal in Grau und Leim. Sieht auch sehr schick aus, ist aber ein 22er Modell. Also auch fertig mit Lof, auch noch abzuholen. Hier haben wir den Pro R Modelljahr 24 als Viersitzer. Auch mit Lof, wenn ihr wollt. Und hier haben wir den Turbo R, auch Modelljahr 24, auch als Viersitzer. Ja, das ist erstmal so grobe Richtung, was wir alles so rumstehen haben. Dort drüben haben wir noch einen Black Edition. Also wir haben eigentlich alle Farben verfügbar. Und hier lasse ich mal kurz schwenken, da kommt noch ein separates Video. Da steht, wie gesagt, unser Sondermodell, unser, wie auch immer, unser Bayer Truck mit Maverick-Unterbau. Da werden wir noch so ein paar Sachen machen damit. Wir werden da noch ein schönes Video machen, eine Vorstellung. Aber ist noch nicht ganz fertig. Wir sind uns noch nicht ganz einig, ob noch Scheiben reinkommen oder ob wir sie rauslassen. Da sind wir noch dran. Aber das wird auf jeden Fall ein sehr geiles Video werden, freut euch drauf. Steht übrigens dann auch zum Verkauf, wenn er fertig ist, kann man den kaufen. Wie gesagt, ein Neufahrzeug drunter. Also wenn da jemand Interesse hat, auch vorher vielleicht schon, wenn er seine eigenen Wünsche einfließen lassen will, dann einfach bei mir melden. Ja, ansonsten geht's jetzt gleich weiter. Wir haben ein paar schicke Sachen für euch da. Wir haben den neuen Maverick da, wir haben uns den mal genau angeguckt. Wir sind danach in Rumänien schon gefahren und ich muss sagen, er fährt sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, der Selektcast-Fuzzi bevorzugt trotzdem den Pro R, weil er meiner Meinung nach qualitativ besser ist und für meinen Einsatzbereich auch das bessere Fahrzeug. Das kann dann jeder sehen, wie er will. Wir stellen euch mal vor, wir werden auch, das weiß ich noch nicht, ob wir es heute schaffen, einen direkten Vergleich, eine Gegenüberstellung machen. RZR Pro R, Modelljahr 24 und Maverick R Modelljahr 24. Wir nehmen bei beiden die bessere Variante, also den mit Smart Shock und beim R auch den Dynamics, damit wir wirklich auch Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Das weiß ich nicht, ob wir schaffen. Probieren wir. Kommt auf jeden Fall, versprochen. Und das muss für heute reichen. Voll geile Schüssel, Alter! Voll geil!